Schocknachricht. Krankenkassenbeiträge werden im Jahr 2025 auf breiter Front steigen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, was ich heute auf NTV lesen musste oder durfte, treibt mir sozusagen die grauen Haare und die Wut in die Augen und die grauen Haare auf den Kopf. Wir werden nächstes Jahr auf breiter Front Erhöhung der Krankenkassenbeiträge erleben, so wie wir es noch nie erlebt haben. Das prophezeit uns der Chef der Techniker Krankenkasse. Aktuell haben wir ja schon im Bereich, liegen wir ja schon im Bereich von fast 17%. Und der Chef der Techniker Krankenkasse, ich zeige Ihnen das mal hier, sagt dann 17% auf breiter Front. Das waren vor kurzem noch völlig abstruse Größenordnungen und in einigen Jahren sollen es sogar 20% Krankenkassenbeitrag sein. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren. Und das hat uns der TK-Chef Jens Baas dann mitgeteilt. Und bis zu 0,6 Prozentpunkte im kommenden Jahr sind ja absolut realistisch. Ja, meine Damen und Herren, wir erleben ja jetzt gerade 2024 ein absolutes Running auf den Zusatzbeitrag. Es gibt Krankenkassen wie die KKH, die haben den Zusatzbeitrag zweimal angehoben dieses Jahr. Ja, ich hatte ja schon berichtet, dass im August 2024 oder dass zum August 2024 der Zusatzbeitrag in dieser Krankenkasse nochmal angehoben wurde. Rückwirkend auf den Juli 2024 wurden Krankenkassenbeiträge auch angehoben. 8 Krankenkassen haben da angehoben und zum 1. Januar diesen Jahres waren es ja auch noch Dutzende gesetzliche Krankenkassen, die die Preise angehoben haben. Und Schuld an der ganzen Misere, meine Damen und Herren, ist nicht nur der technische Fortschritt, sondern die Gier der entsprechenden Pharmaunternehmen, die den Bundesminister, den Gesundheitsminister Lauterbach vor sich hertreiben, meine Damen und Herren. Das ist der blanke Wahnsinn, was diese Unternehmen hier von den Krankenkassen und von uns als Beitragszahler verlangen. Das ist absoluter Irrsinn und Lauterbach macht nichts, meine Damen und Herren. Er kriegt es einfach nicht in den Griff. Und er hat einfach Mitschuld an der ganzen Misere. Ich habe keine Ahnung, wo sein Interesse eigentlich liegt, aber offensichtlich ist er nicht in der Lage, die Krankenkassenbeiträge in den Griff zu kriegen. Er ist nicht in der Lage, die Pflegeversicherungsbeiträge in den Griff zu kriegen. Meine Damen und Herren, dieser Mann gehört einfach abgewählt, ja. Wir brauchen solche Minister nicht, die sich hier als große Corona-Helden hinstellen, sondern wir brauchen Minister, die hier nach vorne gehen und sagen, wir brauchen jetzt eine Änderung im Krankenkassensystem. Und eine der Maßnahmen, die zwingend einzuleiten sind, ist die Einführung einer umfassenden gesetzlichen Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da müssen eben alle einzahlen. Auch die Beamten müssen einzahlen, die Politiker, die Selbstständigen, alle müssen in einen Topf einzahlen. Dann können wir hier zumindest erst einmal die großen Probleme in Angriff nehmen. Und dann dürfen wir uns natürlich nicht mehr von der Pharmaindustrie, von den Lobbyisten einlullen lassen und denen ihre Preise akzeptieren. Es ist zum Teil eine Riesenfrechheit, dass diese Unternehmen sozusagen hier voll in die Töpfe reingreifen und hier ein Abgezocke an Preisen vor sich nehmen. Das ist der blanke Wahnsinn. Es gibt in den Krankenversicherungsbeiträgen, da können Sie bitte in die jüngste Vergangenheit reinschauen, in die Zusatzbeiträge nur noch einen Weg. Und der geht nach oben, meine Damen und Herren. Sehen Sie meinen Finger? Der zeigt nach oben, meine Damen und Herren. Und das ist der blanke Wahnsinn. Und deshalb kann ich hier nur alle davor warnen, wir brauchen endlich eine Bürgerversicherung. Und Lauterbach, wenn du es nicht in den Griff kriegst, ich sage dir das so, wie es ist, dann geh bitte einfach von diesem Job weg und organisiere deinen Ruhestand. Dann brauchen wir engagierte Politiker, die das Problem in Angriff nehmen. Und ich kann nur allen Politikerinnen und Politikern, die in Berlin sitzen, nur dringend raten, sich dieses Video anzuschauen und sich einfach mal die Frage zu stellen, ob wir wirklich in Deutschland private Krankenversicherungen, kostenfreie Beihilfen für Beamten brauchen und daneben noch eine gesetzliche Krankenversicherung, in der die Hauptmasse aller Menschen in Deutschland versichert ist. Das können wir uns doch alles
gar nicht mehr leisten. Ja, meine Damen und Herren, ich habe einen dicken Hals, wenn ich das höre. Die Arbeitskosten steigen dadurch natürlich auch. Ich kriege das als Anwalt natürlich auch zu spüren, weil dann natürlich entsprechend hier die Löhne und Gehälter auch angepasst werden müssen. Die gehen nämlich im Netto nach unten und das wird meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erfreuen. Und bei vielen Rentnerinnen und Rentnern wird es auch zu Rentenkürzungen kommen. Das ist die Folge des kompletten Versagens des Herrn Lauterbach. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.